Wir müssen uns mal kurz korrigieren. Der Tanz der Toten bringt nicht, dass sie plus eine Attacke bekommen, sondern dass sie zweimal aktiviert werden dürfen. Macht sie jetzt für mich nicht besser. Für den Torf schon. Auf die drei. Eins wiederholend. Ich lasse dich. Obwohl, das sind gar nicht so viele. Nee, so viele sind das nicht. Ja, sieht schon mal gut für mich aus. Auf die vier. Da nichts wiederholen, ja? Nee, da darf ich nichts wiederholen. Das sind, ich würfel einen Satz mit denen, wenn du nichts gegen hast. Ja, die musst du separat würfeln, das ist ja wieder zwei Schaden. Okay, dann würfel ich die mal zuerst auf die vier. Ja, einer tot. Und die beiden nochmal. Toll! Zwei sind komplett vernichtet. Und einer geht auf einen Lebenspunkt runter. Schöne Nummer, was die Putrid Blood Kings hier machen. Ich aktiviere als nächstes den Great Unclean One. Ich habe mir dafür auch schon ein wenig was zurechtgelegt. Wir fangen an mit der Bile Blade. Die hat drei Attacken auf die drei, auf die drei. Das sind schon mal zwei Treffer. Drei Treffer. Und auch drei Verwundungen. Die haben Rend minus 1 und verursachen jeweils einen Schaden. Drei Treffer? Drei, genau. Rend minus 1, also haben die noch einen 5er Save. Aber die haben die Steinhaut abgekriegt, da musstest du Verwundungswürfe wiederholen. Dann muss ich die einmal wiederholen. Bleibt es trotzdem bei 3. Auf die 5. Zwei gehen durch, machen jeweils nur einen Damage. Und dann die Doomsday Bell mit 4 Attacken. Auf die 4, auf die 3. Das sind schon mal 3 Treffer. Das sind 3 Verwundungen, die muss ich aber alle 3 wiederholen. Das sind 2 Verwundungen, aber auch mit Rend minus 1. Einer. Nochmal einer. Und dann kommt noch der Host of Nurglings. 3 Attacken auf die 5. Auf die 5. Und nochmal auf die 5. Eine kommt durch. Ohne Rend. Dann auf die 4. Ja. Der steht. Dann ist seine nächste Aktivierung dran. Dann aktiviere ich die Graveyard nochmal. Ja. Muss ich nochmal Würfel ziehen. Gut. So, hier geht's in Runde 2. Mal gucken, was die Putrid Blood Kings diesmal ausgenockt werden. Da lohnt sich das wieder, dass man einzelne holen darf. Ja. Da ist noch eine. Das sieht schon mal gut aus. Und auf die 4. Ja. Das sieht gut für mich aus. Eine 6 ist dabei und tatsächlich 5 normale Wunden. Ich mache die 5 normalen erstmal. Und die sind nur auf die 5. Wir haben nämlich den Rent vergessen. Ja, 3 Schadenspunkte. Dementsprechend ist hier der nächste tot und 2 Schadenspunkte für ihn. Und wenn ich jetzt nicht eine 5 würfel, ist der nächste auch noch tot. Eine 4. Dementsprechend ist er auch noch tot und es sind nur noch 4 Putrid Blight Kings über. Bam. Das war nicht so geil. Bei mir schlechter als nächstes ist die Glotkin zu. Die Glotkin prügelt zurück. Als erstes schlägt der größte der drei Brüder zu mit dem Tentakel auf die 4. Autsch. Auf die 2. 2 Stück. Und bleibt auch bei 2. Rend? Rend minus 2 und 2 Damage each. Dann habe ich noch einen 6er Safe. Nee. Das sind 4 Schaden. Dann stirbt einer und einer hat noch 4. Dann kommt jetzt als nächstes der 1er Attack, der trifft und verwundet auf die 2, der verwundet und verwundet auch erneut. Nicht. Natürlich, da war ich mir schon zu siegessicher. Und zu guter Letzt kommen die 3 Attacks, die treffen auf die 3. Alter. Das hat so gut angefangen. Verwunden auf die 3. Nichts weiter macht die Glotkin. Schöne Nummer. Sind wir mit der Nahkampfphase durch oder? Meine Black Knights sind noch da. Oh ja, die dürfen noch zuschlagen hier, die guten. So,
Dann einmal die Black Knights in die rein. Treffen auf die 3. Einser wiederholen. Diesmal nichts gebracht. Und verwunden auf die 4. Ja. 4 Verwundungen. Kein Rend. 4. 5er Saves. Einer steht, die haben nur einen Damage gehabt, ne? Ja. Dann haben wir 5er 4er Pain. Keiner steht, dann gibt es 3 Schadenspunkte für eine der Drohnen. Und einmal die Pferde, die habe ich eben vergessen, einmal auf die 4. Und auf die 5. Mhm. 2 Stück. Kein Rand. 2 5er 4 Saves, die stehen beide. Ja. Die Drohnen halten gut durch, das muss man denen lassen. So, das war's mit der Spielzug Nummer 2, ne? Ja. Und ich überlege mir mal, was ich jetzt noch tun muss. Die Pure Trials haben 5 Verluste gemacht, dementsprechend müssen die jetzt mit Abzügen schon einschließlich eine 1, 2 und 2 rollen. Nein! Nein! Ja! Sie überleben. Toll. Tolle Geschichte. Puh! Erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Ich bin ein bisschen verpeilt. Ich muss die noch aktivieren und mit denen zuschlagen. Und die müssen gleich noch Moralcheck machen. 4 Attacken haben die. Das sind 3 Treffer. Wunden auf die 3. Eine Verwundung mit einer 6. Auf die 4. Nö. Einen Schadenspunkt. Und dann müssen die noch einen Bravery-Check machen mit 7 Verlusten. Die haben im Normalfall eine 10er Moral. Bei 7 Verlusten ist da flieht dann noch einer zusätzlich. Toll. Zu Beginn meiner Hero Phase stellen die D3 Wunden durch meine Taliban of Nurgle wieder her. Das sind 3, das brauchten die auch. Und hier haben wir 3, 6, 9, 12, 15, 16. Dementsprechend können die auch wiederherstellen. Die stellen einen wieder her. Ich stelle die Modelle mal hin und dann überlege ich mir, was ich caste. Die Glotkin heilt jetzt zu Beginn meiner Hero Phase noch D3 Wunden. 2. Der Great Unclean One heilt auch D3. 3. Dementsprechend geht der Great Unclean One wieder hoch auf 13. Und die Glotkin geht runter auf 4 Schadenspunkte. So, jetzt kommen wir zum Zaubern. Die Glotkin gibt ihren Brüdern da hinten, den Putrid Blight Kings, erstmal die Steinhaut hoffentlich. Ne, ich fange mit ihm an. Und zwar castet er seinen Basic Spell, den er hat, durch diese Plague Mirror, um den D3 Mortal Wounds zu machen. Hoffe ich. Eine 7. Damit ist der Spell durch. War nicht mit der Nekromantin? Doch. Ist durch. Dann gibt es D3 Mortal Wounds für die Morghasts. Das sind 2 Mortal Wounds für die Morghasts. Die haben die nachtschwarze Rüstung. Das heißt, die haben einen 5 Save auf das Save gegen Tödliche. 2 sind durch, dementsprechend geht er auf 2 runter. Ich mach das mal eben, ne? Ja. Das ist schon mal sehr gut für mich. Jetzt versucht die Glotkin die Steinhaut zu casten. Den würfel ich nochmal. Eine 8, das heißt, es wäre durch. Wenn nicht Nagash jetzt... Das ist eine 9, dementsprechend ist es vorbei. Wie viele Zauber darf Nagash nochmal bannen? Der darf... 3 Zauber regulär und wenn er auf volle Lebenspunkte ist, noch 5 dazu, also 8 insgesamt. Okay, das finde ich nicht so geil. Dann versucht die Glotkin sich selbst mit dem Reichsblut zu heilen. Mit einer 3 wird das gar nichts. Der Great Unclean One versucht die Purple Sun of Shish zu casten. Zauberwert von 8. Mit einer 9 habe ich es geschafft. Bitte Snake Eyes oder so. Eine 9, damit ist die Purple Sun of Shish weg. Und dann macht er noch seinen Seuchenwind. Die Linie geht hier gerade durch. Der hat einen Zauberwert von 7. Ja, mit einer 3 ist das nichts. Damit hat sich die Zauberphase auch schon wieder. Ich mache nochmal eben, wenn das für dich okay ist, meine Treuefähigkeit nach. Ja. Auf die 5. Nein, das heißt, ich habe nur einen Befehlspunkt. Diesen Befehlspunkt nutze ich, um... Du hast das erste Modell in einem Schlacht gekillt und hast dafür einen Befehlspunkt gekriegt. Ach so, stimmt, ja. Ich habe das erste Modell in der Schlacht gekillt und habe dafür einen Befehlspunkt gekriegt. Dementsprechend geben die beide wieder ihre Fähigkeit an die Putrid Blight Kings, damit die gleich zumindest noch 20 Attacken raushauen. Und der Baum. Der Baum, ganz genau, macht noch die 3 Mortal Wounds auf die Grabwache. 3 Stück. Vielen Dank, dass du mich daran erinnert hast. Dreimal todloser Diener.
einer steht. Und zwei tot. So, und damit ist die Heldenphase rum. Da ist ja mal echt viel passiert diesmal. In der Beschussphase fange ich mit der Glotkin an. Die Glotkin klatscht einmal mit ihrer dicken Fleischpeitsche auf die Enemies. Oh Gott. Die dicke Fleischpeitsche hat einen Attack. Ups. Auf die 3, der ist durch. Und auf die 4. Der ist nicht durch, damit hat sich die Geschichte schon. Und dann werfen die dort vorne noch ihre Schädel auf die 4, auf die 3. Einer trifft. Eine Verwundung. Kein Rent, gar nichts. Auf die 4. Der ist durch. Und dementsprechend bekommen die einen Schadenspunkt, ne? Ja. Und dann sind wir schon wieder in der Nahkampf- bzw. Charge-Phase zuerst. Er hier macht einen Charge in die Hexwraiths. 7 Zoll, das dürfte passen, wenn ich mich hier so rumschmuggeln kann. Und dann aktiviere ich zuallererst die Putrid Blight Kings. Die haben 20 Attacken, immer noch auf die 4 und auf die 4, immer noch keine Extra-Treffer generieren durch 6en, weil die 6en effektiv nicht existieren. Das sieht besser aus als gerade, wage ich mal zu behaupten. Noch. Aber es ist, ja doch, es wird besser als gerade. Weniger als 3 geht ja schon nicht. Guck. 7 Stück. Vierer Safe. Da stehen 4 Stück nicht von. Und der tote Roselina. Da 3 Stück. 3 Tote. Haben sie dennoch was gerissen da, die Putrides. Die hier sind ein Stück reingepeilt und schlagen jetzt zu die Archai. Wir auf die 3. Da sind keine Einsen bei. Endlich mal. Und wieder auf die 3. Das sind 6 Schutzwürfe mit Rank minus 1. Minus 3, 2. 2, also auf die 6 nur. Die sind alle durch, die machen 3 Schaden each, ne? Ja. Dementsprechend ist die Glotkin tot. Ganz, ganz blöde Nummer hier. Und jetzt hast du dich doch hier aus dem Nahkampf rausgezogen. Ah. Böse, böse. Ja, ich aktiviere da hinten die Blackgrounds als nächstes. Wir fangen wieder mit dem Venom Stings an. Das sind 3 Treffer, wenn ich mich nicht ganz irre. Nein, es sind 2 Treffer. Und keine Verwundung mit den Venomous Stings. Toll. Dann machen wir mit den Full Mouth Parts weiter. Auf die 3, auf die 3. Das sind 4 Treffer. Und 2 Verwundungen. Rent? Keiner. Auf die 4. Beide 1. Und einer ist tot. Und dann kommt zu Nest. Ach, die hätte ich vorher noch hier. Ich denke, das waren zwei, die Plaguebearer treffen auf die 4, Wunden auf die 3, 2 Verwundungen nochmal. Einer durch, einer nicht, dann ist da nochmal einer Schrotti und deine nächste Aktivierung steht an. Die Hexwaves aktivieren als nächstes. Dann schlagen die 4. Auf die und der eine auf ihn. Ja. Einmal auf die 4. Da sind Einsen, das freut mich. Der ist eine 4 geworden. Und auf die 3. Ja. 6 Stück. Und wieder keine tödliche. So 6 5er Saves. Davon. Haben die Rent? Ein. Okay, dann 6er Saves. Davon steht einer. Und dann 5 5er Saves. Davon stehen 2. Das heißt nochmal 3 Blackbearer tot. Und dann kommen die Pferde noch. Ne? Auf die 4. Uiuiui. Die wollen es jetzt wissen. Ja. Und auf die 5. Oder auch nicht. Einer, kein Rand. Ein 5er Safe. 5er 4 No Pain.
Der steht. Gut. Und nice. Dann die einzelne Hexwraith. Eine. Wir werden minus 1. Ja. Dann haben wir einen 5er Safe. Der steht nicht. Einen 5er Finger Pain. Der steht nicht. Erster Schadenspunkt. Und das Pferd. Einen Treffer. Auf die 5 keine Verwundung. Keine Verwundung. Gut, meine Nest aktivieren mit der Great Unclean One, den peile ich mal ein Stückchen rein und dann zähle ich Würfel. Wir stechen zuerst mit dem Messerchen zu auf die 3 auf die 3. Zwei Treffer, eine Verwundung, die Verwundung muss ich nochmal wiederholen, das ist gar nichts mehr. Dann prügeln wir mit der fetten Glocke drauf auf die 4 auf die 3. Kein Treffer, dann greift der Host of Nurgle an auf die 5 auf die 5. Die muss ich noch wiederholen. Ja, der Great Unclean hat halt einfach mal nichts gemacht. Tolle Nahkampfphase. Hier mit der Grave Guard geht's weiter. Auf die 3. Eins und 0. Sind keine dabei. Aber viele Zweien, das macht dann immer viel Spaß. Ja. So. Und auf die 4. Und 6 machen 2 Wounds. Zwei Sechsen und drei. Die zwei Sechsen sind die grünen. Fünfer safe. Ja, die zwei Sechsen sind durch. Damit verabschiedet sich einer komplett. Und eine weitere ist durch. Das heißt, einer bekommt einen Schadenspunkt. Nicht so toll. Der Harold schlägt jetzt hier auf die Hexgraves zu. Ja, der trifft einmal. Und verwundet einmal. Rend minus 1, Damage D3. Das macht bei denen ja nichts, weil die körperlos sind. Auf dem 4er safe. Der steht nicht. Damage D3. 1. Toll, hat gut funktioniert. Hast du noch was, was du aktivieren kannst? Den einen Black Knight. Ach ja. Den hier. Da ist der Scheffel, der hat 3 Attacken auf die 3. Eine. Eins wiederholen. Ach ja, eins wiederholen. Zwei. Und auf die 4. Zwei. Zweimal 5er safe. Einer steht. Oder hat er einen Rend? Der hat keinen Rend. Und einmal 4 No Pain. Der steht. Und dann der Gaul nochmal. Auf die 4. Auf die 5. Nichts. Gut, dann machen wir meinen letzten Nahkampf hier mit den zwei. Black Beeron, zwei Treffer. Zwei Verwundungen. Einer. Also nochmal einen Schadenspunkt. Black Beeron machen genauso viel wie der dicke Chef. Ja, das war's mit Turn 2. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht. ich würde sagen, wir haben Roll-Off. 5. 3. Dann sehen wir uns jetzt gleich im zweiten Spielzug von Nurgle, beziehungsweise im dritten Spielzug von Nurgle. Der Great Unclean One generiert zuerst mal D3 Wunden, das sind 2, dann springt der wieder hoch auf 15, hat noch einen Schadenspunkt. Oh, da ist die 15. Dann dürfen die noch D3 Modelle regenerieren. Das ist 1, das stelle ich gleich wieder hin. 3, 6, 9, 12, 15. 18, auch die dürfen noch D3 Modelle regenerieren. Das sind 2, dann ist der Trupp hier wieder voll. Ich stelle jetzt erstmal die Modelle wieder hin und guck mal dann. Dann benutze ich seine Treuefähigkeit. Auf die 5 Plus bekomme ich einen weiteren Befehlspunkt. Damit habe ich 2. Einmal setzt er seine Befehlsfähigkeit auf die Putrid Blight Kings da hinten ein. Und einmal auf die Nurgles hier. Dann möchte er noch casten. Du musst noch auf den Wildwood würfeln. Stimmt. Kein Wildwood. Der Baum, ist der in 3 Zoll? Der war bei dem noch. Yep. Dann macht er nochmal D3 Mortals. Das ist eine. Obwohl, ich habe jetzt mittlerweile auch eine ganze Menge Infektionspunkte gesammelt, fällt mir gerade mal so auf. Also ja, der macht erstmal eine Mortal. Macht einmal tot Losalina.
Ich überlege mir mal, ob ich mit den Infektionspunkten nicht was machen sollte. Ich spare mir die Infektionspunkte noch eine Runde. Er geht als nächstes hin und castet dieses Verwundungswiederholen-Dings auf die. Mit einer 6 ist es nicht durch. Das hat einen Castwert von 7. 7 war es, ja. Und dann versucht er nochmal die Purple Sun of Sheesh zu casten. Ja, mit A5 ist es auch nicht durch. Also die 200 Punkte, die ich in Permanent Zauber investiert habe, haben sich bisher richtig gelohnt. Ja, man muss auch sagen, dass Nagash ein recht undankbarer Gegner ist, was Zaubern angeht. Jetzt dadurch, dass er auch 30 Zoll bannen kann. Ja. Weil du kannst eigentlich im Prinzip auf jeden Wurf, den er macht, nochmal 3 draufrechnen. Ja. Die Blackbearer hier bewegen sich 7 Zoll in seine, in deren Richtung und dann gucken wir mal. Die haben es bis dorthin geschafft. Der Great Unclean One wird jetzt mal eine Runde anfangen zu kotzen. So, der macht D6 Attacks. Das sind 6, schön. 3, 4, ja. To Hit auf die 3. Das sind 5. Und to Wound auf die 3 plus. Ne, auf die 2 plus. Das sind 4 Stück. Dein Effekt wirkt bis zu deiner nächsten Heldenphase, ne? Ja. Ja, dann muss ich die Verwundungswürfe nochmal wiederholen. Das sind, da waren es nur noch 3. Die haben einen Rend von minus 2 und machen jeweils einen Schaden. Dann habe ich noch einen 6er Save. Einer steht, dementsprechend stirbt einer. 2 Schaden, ganz genau. Dann werfen wir noch eine Runde mit Köpfen um uns, und zwar hier. Einen Treffer. Eine Verwundung mit den Köpfen. 4er. Nochmal einen Lebenspunkt. Gut. Ich darf hier nochmal eben die Fähigkeit der Pure Trap Blood Kings nachmachen. Auf eine 6 bekommen die D3 tödliche. Okay. Ist sowieso irrelevant, von daher alles gut. Wir sind mit der Beschussphase, glaube ich, soweit durch. Oder ist der Scrivener vielleicht noch in Rotzreichweite? Das könnte man mal eben abmessen. Das wären 6 Zoll. Kommt das hin? Ja, der hat den. Dann rotzt er deinen Boss mal eine Runde voll mit D6 Attacks. 2 auf die 3. Einen Treffer auf die 4. Keine Verwundung. Damit sind wir mit der Schussphase durch und in der Charge-Phase angelangt. Und die Plaguebearer wollen hier einmal drauf chargen. Bekommen dann zwar alle Mortal Wounds, aber das ist okay. 7 Zoll. Ich bewege die mal rein. Da sind sie angekommen. Als nächstes charge der Spellbox Scrivener noch in die Hexwraiths hier rein. Und dann 6 Zoll, das sollte stimmig sein. Und dann machen wir mal ein paar Rolls. Das passt. Jo, locker. Upp, da ziehen wir die Bäume auseinander. Deswegen lassen alle Leute immer die Bäume da raus, Leute. So, da sind jetzt meine beiden Heralds drin. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Naja. Dann mache ich einmal für die ganz viele Einserwürfel, die suche ich mal zusammen. So, und jetzt hoffen wir einmal auf ganz wenig Einsen. 4 Stück. Autschi. Und dann für den Spoilbox Scrivener eine 4. Puh. Aber dann sind hier 4 Stück tot, die entferne ich. Die erste Aktivierung sind die Putrid Blight Kings. Die haben wieder 15 Attacken, generieren wieder keine Zusatzattacken. Aber irgendwann muss das Schnetzeln da ja mal ein Ende haben. Die treffen weiterhin nur auf die 4. Oh Gott. Und verwunden auf die 4. Ja, 2 Verwundungen sind sage und schreibe. Auf die 4. 2 Schutzwürfe, die stehen. Dementsprechend war diese Aktivierung ziemlich wasted. Ach, und die hätten... Oh Gott. Ich habe sogar noch 3 Attacken zu viel gemacht. Ja. Hat zu nichts geführt, von daher ist es relevant. Dann aktiviere ich meine Ascheiß. Kommt hier wieder... Kitzelt den so ein bisschen am Rücken. Ja, tut ihm ganz gut, glaube ich. Da kommt er nicht ran selber. Und die haben eine ganze Nase an Attacken wieder. Wieder auf die 3. Einen wiederholen. Autsch. Und wieder auf die 3. Das sind 6 Schutzwürfe. Und jetzt diesmal denke ich an das 5 Schutzwürfe, diesmal denke ich an das Jade-Diadem. Jedes Mal, wenn ich nämlich einen Schutzwurf von 6 mache, heilt der einen Lebenspunkt. Die haben Rand von 2. Toll, dann hat er nur seinen 4er Pen.
Na ne, der hat ja einen Vierer-Safe. Sechser-Saves. Keiner dabei. Und dann 15 viel mehr Pain. 6, 7, 8, 9, 10. Auf die 5en. Einer. 2. Dementsprechend bekommt er jetzt 13 Schadenspunkte. Alter. Ja, leider hat er keine 6 mehr, weil er hätte auch wieder einen Lebenspunkt regeneriert. Ja, das wäre schön gewesen. Dann hat der Great Unclean One noch 2 Lebenspunkte. Meine nächste Aktivierung ist der Riesen-Bunch hier und tatsächlich mal Attacken. Die büffeln dann da jetzt mal eine Runde rein, treffen auf die 4 und danach auf die 3. Ja, ich sortiere das mal aus, das sieht aber nicht so toll aus. Und jetzt auf die 3. Das geht fix. Oh, es sind doch ein paar mehr, als ich gedacht hätte. 4, 8, 11 Stück. 4, 8, 11, genau. Ich kann 4, 8, gut zählen. Ne? 11, 43, 12. 1, 7. Hey. Auf die 5. Da wollte ich schon gut. Ja. Auf die 5en, das sind 3 Stück. Dürfen die noch irgendwelche Saves after machen? Da haben sie noch den todlosen Wiener. Auf die 6en, das sind trotzdem 7 Tote. Sind die auch moralsicher? Ja. Oh Gott. Warum muss alles moralsicher sein? Das ist der Vorteil, wenn man den Obersten auf dem Feld hat, dann gilt das über das ganze Feld. Da haben die alle zu viel Schiss, um zu kuschen. Das stimmt. Die Hexwraiths kloppen als erstes eine Runde drauf. Die 3 wieder auf die restlichen. Ja. Auf die 4. Das sieht gut aus. Einen sie wiederholen. Und auf die 3. Au. 4 Stück. 2 tödliche. Die 2 tödlichen. Beide stehen nicht. Und die 2 normalen. 5er safe. Beide stehen nicht. Dementsprechend sind die 3 auch komplett vernichtet. Du hast ja nochmal mit dem diese Nurgle-Fähigkeit Save auf das Save. Ach ja. Naja, ändert nichts. Da war ich schon ein wenig vorpessimistisch. Und der letzte schlägt wieder auf ihn drauf. Ja. Auf die 4. Nee, also wiederholen. Nee, der will nicht. Mal sehen, was der Goal macht. Trifft einer. Und auf die 5. Nee. Gut. Ja, ich überlege mal, wo ich als nächstes aktiviere. Wobei ich nicht glaube, dass das noch einen Unterschied macht. Ach, weißt du was? Ich aktiviere die da hinten. Die fliegen. Zuerst fangen wir mit den Stacheln an. Der Mobbingkreis. 2 Treffer, genau, der Mobbingkreis. Eine Verwundung, Rent minus 1 und Schaden D3. Auf die 6. Nee. D3 Schaden. Einer. Ja, reicht. Reicht, damit der tot ist. Neue Position gibt es bei AOS nicht. Dementsprechend bleiben die so da stehen. Deine nächste Einheit darf aktiviert werden. Dann aktivieren. Eine der beiden Grabwachen. Die erst? Ja. Würfelchen zählen. So, die Grabwachen kloppen, nachdem Würfelchen gezählt wurden. Auf die 3. Eins sind wieder rum. Da ist noch eine 1. Hier. Danke. Das sind alle. Die wollen es jetzt wissen. Die wollen es jetzt wissen. Ja, die wollen die Fettis tot sehen. Auf die 4. Das sind dicken Hasser. Verstehe ich gar nicht. Nur weil die dick sind. Ja. Eine 3 ist noch dabei. Eine 6. Zwei 6. Zwei 6en. Die 2 6en mache ich einmal separiert. Die waren 2 Schaden. 2 Schaden. Die sind beide durch. Das sind schon mal 4 Schaden. Und wie viele normale? 7 normale. 6, 7. Auf die 5en. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind wir bei 9 Schaden. Dementsprechend stirbt er, dann sind die ersten 3 Schaden weg. Und dann stirbt er, dann sind 7 Schaden weg und dann bekommt der letzte noch 2 Schadenspunkte. Autsch. Nicht so geil. Der Spoilpox Scrivener schlägt hier zu mit 2 Attacken auf die 3. Ja, 2 2. Dann kannst du die nächste Grabwache aktivieren. Ich lass dich mal Würfel zählen. Die Grabwachen holzen mal eine Runde in die Nurgles rein. Auf die 3.
Einser Treffer wiederholen. Ja. Das ist echt böse, muss ich sagen. Aber jetzt weißt du auch, warum es jetzt Befehlspunkte kostet. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das von Nörgel mit den zweimal aktivieren mit der Befehlsfähigkeit, das ist auch böse. An der Masse an Attacken, die da beim Anfang rumkam. Ja, ja, mit den zwei plus Attacken, ne? Ja. Und zwar zweimal plus eine Attacke. Und auf die drei. Das sieht gar nicht mal so schlecht für mich aus. Die Sechsen sind auch hier wahrscheinlich mit zwei Schaden. Ja, zwei Stück. Dann mache ich würfel mal mit deinen wieder, genau. Sechser safe. Einer steht. Dann zwei Fünfer Fielder Pains. Die sind beide durch, das sind schon mal zwei Schadenspunkte. Und dann hier noch ganz viele Sechser Saves. Oder halt auch nicht. Und ganz viele Fünfer Fielder Pains. Ui. Ui. Eins, zwei, drei, vier, sechs Tote haben wir dann einmal. Und ich entferne da mal. Der Poxbringer schlägt als nächstes zu. Er trifft zwei Attacken. Verwundet zwei Attacken, Rent minus 1, Schaden D3. Auf die 4. Einer steht, D3 Schaden, 3 Schaden. Schön, dann sind zwei Stück tot. Ja. Dann ist, passiert da zumindest auch nochmal irgendwo irgendwas. So. Dann peile ich meinen Witch King noch nach. Ja. Der kann hier noch rein. Wie viele Attacken darf der machen? Der hat 4 Attacken. Ja. Auf die 3. Das sind 3 Stück. Und auf die 3. Das sind 2 Stück. Rent minus 1 und 1 Schaden. Gut. Dann 2x 6er Safe. Keiner steht, 2x 5er für No Pain. Einer steht, nochmal einer tot. Dann sind wir schon bei 7 Verlusten. Autsch. Ja. Ich aktiviere dann zum Abschluss nochmal den Great Unclean One. Der fängt mit dem Bile Blade an. 3 Attacken. 2 Treffer. 2 Verwundungen. 1 Verwundung. Rance war das. Minus 1. Einmal ein 5er. Jo. Der steht. Dann kommt die Doomsday Bell. Das sind 2 Treffer. 2 Verwundungen. 1 Verwundung. Boah, ist da biesig der Spell, ey. Der steht. Auch mit Rent minus 1. Und zu guter Letzt noch der Host of Nurgle. Kein Treffer. Damit ist die Nahkampfphase gegessen und wir sehen gleich Legions of Nagash, Zug Nummer 3. So, die haben 11 Modelle verloren, die Black Mirror. Die Moralchecks vergesse ich gerne mal. Das ist eine 4. Das heißt, ich bin auf ein 15er Moral, während ich aber nur eine 10er Moral habe. Das heißt, da gehen nochmal 5 Stück flöten. 1, 2, da muss der Herald leider dran glauben. 3, 4. Und 5. Und die Putrid Blight Kings müssen auch einen Moralcheck machen. Weil die haben 3 Modelle verloren bei einer 8er Moral. 2 Modelle verloren. Dann stehen die denen automatisch. Gut. Dann hat sich der vom Putrid Blight King zumindest. Und jetzt sehen wir Legions of Nagash Runde 3. Die regenerieren einmal durch den Grabstein. Das war 2. Machen wir nicht gleich hin. Die hier vorne können auch regenerieren durch den Grabstein. Auch durch den Grabstein. 3. Die regenerieren noch einmal durch den Witch King. Super. 1. Durch den Grabstein regenerieren die auch nochmal. 3. Oh Gott, alle meine Arbeit aus den letzten 2 Runden wird mal eben kaputt gemacht. Und jetzt kommt Nagash. Einmal auf die. Ja. 2. Auf die. Ja. 3. 3.
und einmal auf die Hexwitch. Oh Gott. Eine. Den wiederhole ich nochmal. Kann ich ja durch seine Fähigkeit. Ja. Eine. Also kommt da nichts wieder. Dann tue ich mal wieder dazu. Gut. Er aktiviert wieder seine Heldenfähigkeit durch den einen Befehlspunkt. Dass wieder alle Treffwürfe von Schutzwürfe von 1 wiederholen dürfen und keine Schutzwürfe, keine Battleshock-Tests machen müssen. Und dann caste ich einmal auf die wieder, weil hier ist Totentanz. Ja. Das ist eine 5. 5 ist eine 8. Der Great Ankinon möchte versuchen, das zu bannen. Naja, mit einer 5 wird das nichts. Ja, du hast noch 7 Spells offen. Ja. Aber wie ist das? Soll ich dich erstmal überlegen lassen? Ja. Mit Dagash einmal das magische Geschoss. Ich möchte versuchen, das zu bannen, auch wenn es eine 10 ist. Eine 3. Auf wen möchtest du es casten? Auf die. Du hast eine 10, du hast die 3 Models, ne? Auf die Drohnen? Ich meine nur, wenn du den. Ja, oder ich probiere den. Der hat halt noch 2 Wunden und dann könnten die theoretisch schon weiter chargen. Ja, daher die Frage. Weg. Ja, probiere ich den wegzumachen. Ah. Eine, hat nicht ganz gereicht. Nee. Aber hätte den Drohnen auch nichts weiter getan. So. Aber ich kann nochmal das von den Vampiren nochmal einsetzen, die abscheuliche Überlegenheit. Ja. Übertragung. Ach, das sind nochmal die 3 Mortal. Das sind nochmal die 3, ja. Bannen kann ich nicht mehr. Hat zwar nichts zum Regenerieren in der Nähe, aber. Ja. Ja. Der ist wohl durch. Und. Der hat nur noch eine Wound, dementsprechend ist die Sache da gegessen. Gut, du hast noch. 5 Zauber offen. Aber groß. Könnte höchstens die wieder schwächen. Ja. Ja. Ja, machen wir nochmal das gleiche. Erst die. Warte. Das. Ja, ist noch drin. Einmal die überwältigenden Grauen. Ja. Ist nicht durch. Doch, der ist. Achso. Ach ja, stimmt, du kriegst plus 3. Dann ist der durch. Plus, das ist, der ist durch. Ah, der hat sogar nur 5 plus. Und dann einmal die Altersschwäche. Ja. Auf die. Der ist auch locker flockig durch. Gut. Dann haben die beiden Spells da drauf. Dann kommt jetzt die Bewegungsphase. Die laufen normal. Lass dich die mal so in Ruhe bewegen. Ne? Ja. Da stehen die Dudes jetzt, damit ist die Bewegungsphase durch. Die Fernkampfphase überspringen wir getrost und sind direkt in der Nahkampfphase. Dann chargen die in die Boden. In der Charge-Phase. 8 Zoll, das reicht locker flockig. Ja. Und die werden dann jetzt mal rein positioniert. Die Morgast hier werden zuerst aktiviert. Heißt die Morgast? Morgast erscheinen, ja. Ja. Auf die 3. Eine Reroll. Das sind einmal alle fast. Und wieder auf die 3. 4 Stück? Ja. Wenn minus 2. 4 Stück. Rent minus 2, einer steht. Und dann 9 Final Pains. Eins, zwei, damit ist der Great Ankinon leider Gottes Geschichte. Klatsch, auch der ist vom Feld gefegt. Gut. Meine erste Aktivierung werden mit der Spoilbox Scrivener sein. Trifft beide. Verwundet beide. Rent minus 1. Auf die 4. Ignorine Rent. Ach ja. Einer ist durch, 2 Schaden. Wenn ich einmal tue. Das hält rum. Gut, dann hat der zumindest seinen Job schon mal gut gemacht. Wo möchtest du zunächst aktivieren? Dann aktiviere ich die Graveguard. Ja.
Ja, da peilen wir mal rein. Da sind sie, da wird jetzt ordentlich gekloppt. Auf die 3. Ein wiederholen. Und die Reichen werden reicher. Das ist, es ist gegen 3 Blackbeaver. Ja, hallo? Hallo? Während den Anfängen. 3 sind 3 zu viel. Und auf die 3. Also Dennis-Würfel haben mir heute kein Glück gebracht. Ja, merkst du den Fehler? Sind Dennis-Würfel. Die gehorchen nur Dennis. 9 Stück. Mit Rand minus 1. 9 Sechser Saves. Einer. Hey, jetzt kommt's. Widerwärtig zäh. Komm schon. Oh, das reicht nicht. Einer. Das sind in dem Fall... Alle. 7 tote Blackbeaver. Das sind aber nur 3. Sterben dann einige doppelt? Weißt du, was echt deprimierend ist? Was? Ich habe gerade 6 Stück aus dem Trupp hier rausgekloppt. Und dreimal darfst du raten, was in der darauffolgenden Wiederbelebungsphase passiert ist. 6 Stück. Da lacht er, der Tom. 6 Stück. Ja. Ich aktiviere die hier hinten als nächstes. Der peilt nochmal so ein bisschen rein. Mach kurz Pause, Schatz. Mach ich. Jetzt. So, nachdem Tobis Unterbrechung fertig ist, schlagen die Venomous Stings zu. Das ist ein Treffer. Eine Verwundung. Rent minus 1, Schaden D3. 6er Save. Der steht nicht. D3 Schaden. Einer. Dann schlagen die Plague Bearer mit all ihrer Kraft zu auf die Vieren. Oder halt auch nicht Kraft zu. Keine Verwundung von den Plague Bearern. Ach, das waren die Venomous Mouth Parts. Ich bin auch ganz schlau, weil die Plague Bearer haben eigentlich nur 4 Attacken. Die kloppen aber jetzt drauf. 2 Treffer, 2 Verwundungen. Kein Rent, gar nichts. Also auf die 4. Einer steht, einer nicht. Dann stirbt wieder einer. Gut, dann deine nächste Nahkampfaktivierung. Dann die Great Card auf die 3. Und das sieht gut aus. Eine 1, 0. Hat sich nur einer verirrt. Und auf die 4. Das sieht nicht so toll aus. Das sind 7 Stück. Ja, wieder einer mit 2 Schaden. Also 6 Stück erstmal normal. Davon steht die am Rand minus 1, ne? Ja. Na gut, ist irrelevant, weil ich nur 6er dabei hatte. Einer kommt durch von den normalen und 2 waren es. Einer war es mit. Der kommen beide durch. Das heißt, es sind 3 Schadenspunkte. Eine von den Drohnen hatte schon 3 Schadenspunkte. Das heißt, eine ist eliminiert und die andere hat einen Schadenspunkt noch. Und dann kommt meine letzte Aktivierung. Der Poxbringer. Spoilpox habe ich ihn vorhin genannt. Der hat 3 Attacken. Auf die 3. Auf die 3. Eine kommt durch, Rent minus 1, Schaden D3. Rent ist hier egal. Ja. Schaden D3. 3 Schaden. Tot. Damit ist dieser Spielzug gegessen und wir haben vorhin in dem Polster mal die Wunden durchgezählt, weil bei First Blood wird danach gespielt, wer mehr Wunden verursacht hat. Es ist jetzt der Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr Wunden erzielen kann, als der Torben erzielt hat. Dementsprechend gratuliere ich dir hier zu deinem Sieg. Dankeschön. Und wir sehen uns gleich in der Postgame-Show. So, da habe ich mal wieder ganz schön Kasala bekommen. Ja. Würde ich mal so behaupten. Aber ganz ehrlich, nach dem ersten Nahkampf mit den... Pew-Trials, ja, es sah am Anfang echt brutal aus. Ja. Es ist dann auch brutal geworden, ja, aber in die andere Richtung. Ja. Haben sich dann an den Graveguard festgebissen. Genau. Ja, und dann waren natürlich auch noch die Spells von Nagash. Dann habe ich überhaupt keine Spells durchbekommen. Doch, ich habe, glaube ich, tatsächlich keinen einzigen Spell durchbekommen. Nee, oder? Der hat alles weggebrannt. Ja, genau. Und der ist echt böse, wenn man mit auf Zauber angewiesen ist. Ja, Nagash und auch die Morgast sind echt heftige Nummern. Ja, nahkampfmäßig hauen die echt was weg. Ja, und ich meine, da ist natürlich dann so Anfängerfehler, die ich da habe, dass ich gegen die Morgast nicht sofort mit den Blight Kings vorgegangen bin. Aber gut, so weiß ich fürs nächste Mal besser Bescheid. Und ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich gegen Tod gespielt habe. Von daher
Nee. Das finde ich gut. Dann komme ich auf jeden Fall nochmal wieder. Das freut mich doch schon zu hören. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß bei dem Battle Report und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer fein. Weiter waschen.